Hallo, hier ist wieder Holger Nentwig von GFMS Nentwig mit einem Finanzquickie zum Thema Liebe 5-Euro-Scheine. Tja, was ist das denn jetzt für eine Idee? 5-Euro-Scheine, sammle 5-Euro-Scheine und liebe sie. Die Idee habe ich von Christian Bischoff letztes Jahr auf einem Seminar aufgenommen und ich möchte diese Idee, weil ich sie so grandios toll finde, euch heute mal präsentieren. Denn Sparen soll Spaß machen. Mit 5-Euro-Scheinen sammeln macht Sparen unglaublich viel Spaß. Wie macht man das Ganze? Wenn du irgendwo hingehst und zahlst deine Rechnungen mit Bargeld, nimm einen 50er raus und guck, dass du möglichst 5-Euro-Scheine zurückbekommst. Und diesen 5-Euro-Schein, den gibst du nicht aus, sondern sparst ihn in eine Tüte hinein. Und das macht richtig Spaß. Und je mehr ihr das macht, das kann ich euch versprechen, desto mehr achtet ihr darauf, dass ihr viele 5-Euro-Scheine bekommt. Letztens ist mir was passiert, ich habe einen 50-Euro-Schein hingelegt, musste 10 Euro zahlen. Und da sagte die Verkäuferin, tut mir leid, ich habe leider nur 8 5-Euro-Scheine, die ich dir zurückgeben kann. Ich habe mich gefreut wie Bolle, ich konnte 40 Euro wieder wegsparen in meine Tüte. Und was mache ich damit? Ich sammle die so lange, bis ich dann die 5-Euro-Scheine in einen 500-Euro-Schein umtauschen kann. Auch sehr schön, 500-Euro-Schein, kann man sehr schön aufbewahren, entweder zu Hause im Tresor. Oder man geht hin und zahlt dieses Geld auf ein Sparkonto ein. Und jetzt möchte ich gerne die Geschichte von der Goldenen Gans erzählen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von der Goldenen Gans. Die darf nie geschlachtet werden. Eine Goldene Gans soll immer goldene Eier legen. Und das Bild spricht jetzt dafür, spar das Geld zur Seite, pack dieses Geld nicht an und guck, dass goldene Eier rauskommen, dass du mit diesem Geld Zinsen erwirtschaften kannst. Du kannst beispielsweise hingehen, wie ich das auch mache, kannst in Unternehmensbeteiligung das Geld anlegen, sprich Aktien, Investmentfonds davon kaufen, die eine gute Rendite haben. Du kannst aber auch in Gold, Silber und Platin gehen, wo du physische Sachen kaufst oder seltene Erden, wo du Besitzer bist und du dadurch auch wieder Vermögen aufbauen kannst. Und diese goldene Gans wirst du nie schlachten. Und so hast du mit dem Spaß des Sammelns eine Vermögensbildung kombiniert. Und das ist das, worauf es mir ankommt mit dem heutigen Tipp. Versuche deinen Geldmuskel zu trainieren, dass du hingehst und eine Wertschätzung im Geld gegenüber hast. Und du weißt, je mehr du sparst, desto mehr kannst du auch Zinsen erwirtschaften. Und das packst du nie wieder an und hast Respekt vor diesem Geld. Das eignet sich übrigens auch mit 10-Euro-Schein. Ein Bekannter von mir hat das mit 10 Euro gemacht. Der hat immer von einem Jahr hat er mal locker 3.000 Euro zustande gebracht. Ich habe es jetzt in ein paar Monaten gemacht mit 5-Euro-Scheinen. Ich habe 2.000 Euro damit angespart, die ich auf die hohe Kante gelegt habe. Ist ein sehr schönes Gefühl für dich selbst, aber auch wenn du Kinder haben solltest, denen macht es Spaß, um auch mit Geld gut umgehen zu lernen, Geld auch mit Spaß zu verbinden und trotzdem das Geld nicht für Konsum auszugeben, sondern die goldene Gans dadurch anzusparen. Bei kleinen Kindern eignet sich das Ganze auch mit 2-Euro-Münzen, mit 1-Euro-Münzen oder mit 50 Cent das Ganze zu machen. So lernen Kinder früh genug, was Sparen bedeutet, wie man Vermögen aufbaut. Denn Vermögen kommt nur daher, indem man Geld, das man verdient, nicht ausgibt, sondern auf die hohe Kante legt. In dem Sinne, viel Spaß bei den 5-Euro-Scheinen. Du wirst sie vermutlich genauso lieben, wie ich sie liebe. Euer Holger.